Ein kraftvolles Stück von Michael Niavirani hat Regisseurin Uschi Nocchieri auf die Volksbühne Waidhofen gestellt. Das Publikum im Schlosshof war voll der Spannung und viel Prominenz füllte die Reihen. Bei Romeo und Julia wird naturgemäß im Akkord geküsst, aber auch gekämpft bis auf den allerletzten Blutstropfen. Was sagt eigentlich eine echte Julia zum Stück des Abends? Also das Stück für mich ist als Namensträgerin, als Julia, sehr ansprechend. Also ich fühle mich da immer irgendwie aufgerufen mit meinem Namen und es ist sehr gut umgesetzt. Also ich bin beeindruckt von den Schauspielern, ich bin fasziniert, was wir für Talente in Waidhofen haben. Und es ist immer wieder Überraschung, dass man die Leute, die man jeden Tag auf der Straße sieht, plötzlich in andere Rollen schlüpfen und so toll das umsetzen. Also es macht sehr viel Spaß, hier zu sein. Wir Niavirani kennen wir das, wie er Stücke verfremdet und trotzdem auch einen tiefen, nicht nur Humor hat, sondern auch einen Hintergrund dann am Schluss sich eröffnet. Das ist nicht nur ein Schenkelklopfer, das er zweifellos ist, sondern sicher auch ein Stück mit einem auch versteckten Tiefgang. Der Mann war immer ein frommer Mensch. Sogar mein Bub ist Kardinal geworden. Ja. Ihr habt wie eurem Angreif ein geschäftiges Stahl in den Knochen. Ja, aber bei mir zu Hause hat er nichts als Pudding in der Hose. Ich bin, was zwischen euch besteht. Fast wie Poesie. Ich bin die Liebe selbst. Die allerschönste Allegorie. Herr Käfer, Romeo und Julia, haben Sie sich wiedererkannt? In manchen Rollen schon. Das wäre es natürlich interessant, in welcher? Also in keiner Weise habe ich mich erkannt in der Rolle des Kardinals. Ach, Beatrice, in deinem Bauch liegt all mein Glück. Er hat der Hure ihren Bauch mit seiner Brut gefüllt. Welche Rolle hätten Sie sich eigentlich in diesem Stück gewünscht? Ich hätte mir die Gustava gewünscht. Das ist eine entzückende Rolle gewesen und sie war sensationell gespielt. Auch die Theatermenüs des Schlosswirtes waren gefragt wie nie. Am besten ankommen mit Sicherheit der Fisch, natürlich die Pasta. Das sind so die Geschichten, die am liebsten genommen werden. Wir haben natürlich auch italienischen Wein, Weißwein und Rotwein. Ja, und das passt in dem herrlichen Ambiente, passt das eigentlich. Denn Sie wissen ja, Liebe geht durch den Magen. O sole mio, in fronte a te. O sole mio. Sie war eine Geliebte deines Vaters. Und der Nonne? Die Nonne war nur eine Nonne. Gott sei Dank. Die hat die ersten Sachen gemacht. Was? Papa? Aber. Nein. Was soll die Mama denn den jungen Küken bringen? Du bist für mich der schönste und potenteste Mann, den ich mir vorstellen kann. Die ganze Ladung ist weg. Die ganze Ladung. Keine einzige Kiste? Keine einzige. Oh Gott, nein. Aber es kann doch kein größeres Glück geben, als das Kind zu sein, das gezeugt wurde durch die Liebe, die so groß ist, dass sie selbst die Sonne überstrahlt. Dieses Glück! Ich kann nicht im fürstlichen Ornat durch Venedig spazieren. Ich muss mir so minderwertig aussehen wie du. Ja, und einen Hut brauche ich auch noch, genau. Fluch! Gott verdient mir. Das Volk wird immer knausriger mit seinen Spenden, diese Sparmaßnahmen. Ich werde sie alle verbrennen lassen. Also Fadelfad, eindeutig, das war eine Rolle, wie mir die angeboten wurde. Habe ich gesagt, das ist es, es ist endlich eine prägnante Rolle, eine so schillernde Figur. Und mit der Regisseurin haben wir da wirklich herumgetüftelt und ich bin aber dann relativ rasch in diese Rolle hineingekommen. Auf den Leib geschrieben? Ja, würde ich schon sagen. Es ist meine Lieblingsrolle sicherlich, seitdem ich bei der Volksbühne mitspiele. Meine Beatrice, meine auch. Was? Romeo, Montague, was hast du dir dabei gedacht? Nur nix. Herr Amigo, das gleichzeitig zu sagen. Toto! Entschuldigung. Standing Ovations nach der Premiere und glückliche Schauspieler nach einer sehr, sehr großartigen Aufführung.
Das empfehlenswerte Stück läuft noch bis 28. Juli.